Silke, ganz kurz, welche drei Werte sind für einen Basketballtrainer deiner Meinung nach die wichtigsten? Also mir ist wichtig bei Wertebildung, dass ich das eben nicht sage, was für Werte wichtig sind, sondern dass jeder das eben für sich klarkriegt. Also Wertebildung heißt nicht, ich sage dir jetzt drei Werte, die du dann leben musst. Und genauso ist es auch mit der Gruppe. Ich sage ja nicht meiner Gruppe hier, das 1, 2, 3 und go, so das müsst ihr jetzt leben, sondern das ist, der ganze Spaß ist ja dran, die verschiedenen Ansichten, verschiedenen Werte eben zusammenzukriegen. Und der Prozess ist eigentlich von Wertebildung, dass man für sich selber einen, sagen wir mal, einen Kanon entwickelt. Das ist mir wichtig. Und nicht nur als jetzt eben Ehrlichkeit zum Beispiel jetzt als Wort, sondern also was bedeutet es für mich und wie will es ich konkret leben? Und das ist erstmal der erste Schritt, um dann im Team gemeinsam das zu machen. Deswegen kann ich gar nicht sagen, der Trainer sollte das, das, das machen, sondern ein Trainer sollte sich einfach bewusst sein, dass er eine Verantwortung hat und aber halt auch eine mega Chance, da was weiterzugeben von dem, was ihm wichtig ist. Aber dafür muss ich erstmal auch wissen, was mir wichtig ist und was will ich denn überhaupt weitergeben. Also darum geht es eigentlich eher.